Was zum Teufel war das alles? Also das war ein äußerst heftiges Delirium, in dem, dass wir uns da gerade gesoffen haben. Captain Conway! Siehst aus wie in einem Pflaumenmus. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Adi. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Tja, vielleicht wird es ja jetzt mittlerweile doch Zeit, uns einer größeren Herausforderung zu verpflichten. Aber bevor wir zum Schiff rübergehen, gehen wir natürlich erstmal zum Hafenmeister. Um zu gucken, ob ich irgendwie... ob wir irgendwie tatsächlich nochmal die Jackdaw upgraden können. Ich wüsste aber nicht mit was, weil wir haben ja Panzerung des Beiboots. Das ist... das ist tatsächlich Nonsens, weil wir gehen ja nicht auf Fahrt. Also wir brauchen nach wie vor immer noch Metall und Holz. Und zwar in... ja, mannigfaltige Ausführung. Na gut, machen wir das mal. Besuchen wir unsere Assassinen. Aber die Frage ist natürlich, sind die Assassinen... also, ist es das richtige Motiv, den Assassinen jetzt zu folgen? Nur aus Trauer und Wut, weil ein Freund gestorben ist? Weiß ich nicht, ob das die richtige Motivation ist, muss ich zugeben. Das hätte man... Es ging ja zumindest einige Pflichten damit einher und daher... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, wo sind denn die Assassinen? Die sind ganz da oben. Und wir haben zumindest auch einen Schnellreisepunkt. Okay, das ist schon mal gut. Aber wenn wir jetzt gerade hier unten sind... Alles setzen und schafft zum Wind aus. Machen wir jetzt erstmal eins, und zwar hier unten, das habe ich das letzte Mal festgestellt gehabt, fahren nämlich Boote mit ordentlich Rohstoffen rum. Also Schiffe, Entschuldigung, Boote. Alter! So. Rum, Zucker... was? Eine Fregatte. Können wir es mit einer Fregatte aufnehmen? Ach, das mache ich. Nee, komm. Ich bleib meiner Linie treu. Das mache ich tatsächlich jetzt. Das mache ich jetzt tatsächlich doch erst, wenn ich außerhalb der Aufnahme bin. Ich hoffe einfach nur, dass ich auch einen richtigen Speicherstand am Ende der Aufnahme erwische, wo ich dann problemlos auch dahin gehen kann. Das letzte Mal waren wir ja mitten in der Mission drin, das heißt, ich konnte außerhalb des Let's Plays keine Rohstoffe sammeln. So, willkommen zurück in Tulum. Die chilligen Assassinen haben offensichtlich ihr Dorf wieder aufgebaut. Das ist doch schön für die Bienen. Das freut mich doch für euch. Was ist denn mit dem hier los? Alles ist erlaubt. Gott, Adi, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward.
Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm ihr alles, was mir gefiel und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich lieber bin. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen. Zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Ei, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist, nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten. Doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. Haha, der Wurfpfeil. Ja, das kennen wir noch aus Assassin's Creed 3. Um ihn dann zu schlagen. Ja, okay. Ein weiterer Angriff. Kommt. So, dann würde ich sagen, unterbinden wir doch den Angriff. Zum Strand! Naja, bin ja schon unterwegs. Das ist jetzt, nur weil ich hierher gekommen bin, heißt das nicht, dass ich jetzt auch ein super schneller Sprinter bin. Bleibt nah, Edward! Folgt mir nach! Was war das denn? So, stich doch einfach auf ihn ein. Warum muss ich das denn immer machen? Mann, Mann, Mann. Hä? Ah ja, die Richtung, okay. Na, supi. Vielen Dank. Vielen Dank, wisst ihr? Alter, das sind doch... Das sind Spanier. Was machen denn Spanier hier? Was war das? Hä, bin ich jetzt gestolpert? So, alles okay. Wie viel haben wir denn noch? Ach Mensch, warum lässt du mich nicht einfach alleine durchgehen? Ganz ehrlich. Guck dir deinen Buddy-Count an, guck dir meinen Buddy-Count an. Schön, dich hier zu sehen, Bruder. Schnell und sauber, Edward. Sie verdienen einen gnädigen Druck. Sehr gut. Sehr gut. Ich kümmere mich dann einfach mal um das Schiff, würde ich sagen. Ihr könnt ruhig diese Billo-Aufgaben hier mit dem Fußvolk machen.
Ich mach das schön. Ihr konntet mich praktisch gar nicht sehen. Moment. Ah, da hinten ist auch noch ein Schütze. Ja, die Schützen, die werde ich hier als erstes erledigen müssen. Sonst bekomme ich hier dann hin und wieder doch meine Probleme. Ei! Nein! Shit. So, okay, alles klar. Ja, war noch Fußvolk. Na komm, einmal darfst du mich noch angreifen. Sehr gut. So, mein Freund. Und hingerichtet. Warte mal. Soldaten am Strand eliminieren. Ja, Leute, ich komme. Ich komme. Sorry, aber stand das schon vorher da? Habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen, muss ich zugeben. Hä? Ah, okay. Habe ich den hier nicht? Wie war denn dieses verschissene Waffenrad? Ach, ich habe keine Ahnung. Hey, du, quieto! Sehr gut. Was? Und mit Wurfpfeil hängen. Ja, das hab ich zumindest bei dem einen versucht. Und dann hat mir ja gleich mal hier unser neuer Assassinenfreund mal gleich einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem er mich vom Ast runtergeschubbt hat. Naja, gut. So sei es drum. Ja. Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein. So wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch. Und der Rest? Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Inneren? Tu ich. Teufel auch, ist euch. Uiuiuiuiuiui. Also, das ist... Wenn das mal nicht ein ordentlicher Downer war. Alter Schwede.